gehört. Das heben wir auch mal auf. Zettel, wo draufsteht, dass man ganz viel doll Geld hat, ist immer super. Was ist das denn? Sagt mir jetzt nichts, hebe ich aber auch mal auf. Was haben wir da noch so? Das ignorieren wir einfach mal. Abfall? Hey, hier liegt Abfall rum. Kennt ihr das, wenn Abfall einfach so rumliegt? Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wem langweilig er ist. Mir oder euch? Greifen wir wieder an. Da passiert wenigstens mal irgendwas Spannendes im Spiel. Und nebenbei zerreiße ich Papier. 17:30 ist Feuerübung. Vor allem, wie der Zettel ist, ist es bestimmt schon 2 Jahre her. Da ist der Ernst mit seinem Hugo. Da ist ein Holzstück. Warum ist da ein Holzstück? Ich will es gar nicht so genau wissen. Wo ist denn das? Keine Ahnung. Schrott. Ein leerer Zettel. Lustig, dass ich mir auf drei verschiedenen Zettel aufgeschrieben habe, was ich in Minecraft noch Dungeon Lord skillen will. Hier ist noch ein Brief, der glaube ich auch nur Werbung ist. Ich öffne ihn mal. Spannung! Und ich habe gewonnen. Tja, das war ja vorherzusehen. Vielleicht gewinne ich auch endlich mal diese Mission. Sehr schön. Hier passiert nämlich nicht mehr viel. Der Drops ist gelutscht. Schrotsch. Ach, Überweisung, ja. Das Überweisungsscheine schickt der ADAC ja immer gern, habe ich festgestellt. Ich fülle sie nur nie aus. Das hätten sie wohl gern, ja. Komm schon, schlag ihm tot. Brav. Was habe ich denn da? Noch mehr Zettel? Zettel, Zettel, da, Zettel, tralala. Noch ganz doll viel mehr Zettel. Du Scheiße, was habe ich denn da aufgeschrieben? Lustige Zeichnungen. Und jetzt sind sie Schrott. Und kommen in den Müll. Ich habe schon wieder gewonnen. Habe ich schon wohl von meinem langen Penis erzählt? Ah. Keine Ahnung, was das der Zettel ist. Ich habe schon wieder gewonnen. Ich bin so toll. Ich muss es einfach immer wieder erwähnen, dass ich so unglaublich toll bin. Liegt da unten noch was drunter? Nein. Oh, Vorsicht, meine Medikamente. Meine Drogen. Medikamente natürlich. Keine Drogen. Nein, nein. Was haben wir da noch so? Rechnung! Die ich schon bezahlt habe, nicht? Ja, gut. Unbezahlte Rechnungen sind immer weniger schön. Ich habe schon wieder gewonnen. Gutscheine, Schrottscheine, Schrott. Warum habe ich so viele leere Brieffüllen technisch? Da ist denn der Zettel schon. Oh, 2011. Tschüss. Den brauche ich wohl nicht mehr. Was haben wir da noch? Ah! Schrott. Ich gewinne einen Kampf nach dem anderen. Ich habe so einen gigantischen Penis und ich habe bei 229% könnte man langsam mal erwarten, dass die auch irgendwann mal gewinnen. Nein! Schrott. Eine Überweisung. Unausgefüllt. Mal was Neues. Was ist das denn? Ah, ich weiß, was es ist. Ich weiß es, ihr nicht.
groß ist denn das? Was zur Hölle? Ich habe hier Zeug liegen, von dem ich nicht mal weiß, wo ich es her habe. Oder wofür oder warum? Ich habe übrigens gewonnen. Es kommt bald irgendwann die 20.000 Hauptmann, die immer so drin ist. Und warum habe ich hier ein leeres Blatt Papier liegen? Das muss doch irgendeinen tieferen Sinn haben. Und die ganzen leeren Kuverts müssen auch irgendeinen Sinn haben, oder? Nein! Halt's Maul! Du bist voll scheiße. Egal, haben wir in Ordnung gemacht. Geben wir mal auf, was haben wir da noch? Versicherung, jawohl, was holen die noch? Ach so, ja, ja, bla bla. Zum 1.11.2051, ja. Das dauert wohl noch 2-3 Tage. Habe ich laut Gerüchten gehört. Also wenn man davon ausgeht, dass heute dieses Jahr die Welt untergeht, dann könnte das noch ein bisschen dauern. So, noch mehr Rechnungen. Ich habe verloren. Er hat verloren. Nein, ich nicht, nein. Die schmelzen alle. Ihr schmiedet noch vor euch her. Wie sieht denn mein Fischer aus? Ja, der ist so gut wie fertig. Steinbruch sieht auch sehr gut aus. Und das ist... Das sieht ja wirklich schon fast nach was aus. Ich habe wahrscheinlich schon 2 Milliarden Schweine jetzt, ne? 9, naja, ist fast dasselbe. Ist praktisch das Gleiche. Also mit den Umständen brauche ich auch gar nichts weiteres erst zu bauen, ne? Aber langsam habe ich ja mal wieder Offiziere und sogar 3 Leutnants. Lass mich raten. 2. Oh, nicht einmal. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass da der dritte noch drin ist. Ne, der ist im Schloss. Na gut, machen wir mal diesen hier. Es dauert jetzt einen Moment. Wird wahrscheinlich wieder im totalen Chaos, irgendwie beim letzten Mal. Ja, da hat der Drucker aber von denen Arkschlamm zu, wie die Rechnung aussieht. Oh, meine Dingsbums. Zulassungsbescheinigung, Teil 2 für mein Auto. Name oder Firmenname? Wo soll ich denn wissen, wie ich heiße? Das wurde nie gefragt. Oh Gott. Schauen wir mal, was sagt denn mein Auto? Höchstgeschwindigkeit 180. Ha, ich bin schon bei 190 gefahren. Und 200 würde ich wahrscheinlich auch schaffen, wenn ich schräg, wenn ich nach unten fahre. Schräg nach unten. Nach unten. Gerade nach unten. Sitzplätze 5. Rauminhalt des Tanks ist uninteressant. Ne? 3,985 Meter. 1,68 Meter breit, 1,455 Meter hoch. Leergewicht 1104 Kilo, zulässiges Gesamtgewicht 1580. Zulässiges Achsellast 800 Gramm, 800 Kilo. Vorn und hinten 820. Räder und oder Gleisketten 1. Zahl der Achsen 2. Davon angetriebene Achsen 2. Ja, haha. Allrad hoch. Lebe hoch. Standgeräusch 82 Dezibel. Fahrgeräusch 77. Anhängerlast Kilogramm bei Anhänger mit Bremse 1500, bei Anhänger ohne Bremse 560. Euro 1 Norm. Ganz großes Kino. Hubraum 1781. 72 Kilowatt bei 5400 Newton pro Minute. Oder deutlich gesagt 98 PS. Oder einfach ausgesagt, 2 Golf Synchron. Schluckbenzin wie Schölle, aber was soll's. Wann ist das Ding gebaut worden? 88, glaube ich. Total neu, ne? Auf jeden Fall. Und vor allem so Benzin sparen, so günstigen Unterhalt.
Ich hab hier einen leeren Zettel. Auf dem scheinbar was drauf stand, aber der ist total vergilbt. Ist es nicht herrlich? So, wie sieht's aus? Habe ich schon mal den neuen Soldaten? Dauert noch ein bisschen sechs. Dauert noch 2-3 Minuten. Nein, ich habe keine Fragen zu meiner Versicherung. Teilkasko. Das Einzige, was sich lohnt bei meinem Auto. Vollkasko kriege ich da nämlich eh nichts mehr. Und was ist das denn noch alles? Immerhin spannender als nichts zu tun. Das ist also für mich, nicht für euch. Ach, Rechnungen für was weiß ich was. Wie alt ist denn das? Oh, 2010. Schon ein bisschen älter, die Überweisung. Bamberg. Ach ja, richtig. Kreisersatzwehramt. Bin ich ja freigesprochen, weil ich zwei Brüder habe, die schon mal im Bund waren. Inzwischen muss man da eh nicht mehr hin, ne? Anhörung des Betroffenen wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Ja. Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaft von 9 km/h. Zulässige Geschwindigkeit 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit 59 km/h. Wegen dieser Ordnungswidrigkeit werden Sie hiermit verwarnt. Für eine Verwarnungsgeld von 15 Euro erhoben. Oh mein Gott. Ja. Ihr seht, Hunk ist ein ganz gefährlicher. Der hat keinen Respekt vom Gesetz und zahlt auch schon mal 15 Euro deswegen, ne? Ja. Toll, hier ist eine Rechnung, aber mehr steht auch nicht drauf. Toll. Rechnung. Rechnung. Lohnsteuerkarte 2004. Oh, da steht sogar noch Religion drauf, weil ich damals nicht aus der Kirche ausgetreten war. Warum nicht? Gute Frage. Steuerklasse 1. Gott, ist das Ding alt. Verknittert. Was soll's. Ich heb's halt mal auf. Steht ja noch so drin, nichts Interessantes. Nein. Definitiv nicht interessant. Oh. 20.09.2003 habe ich die gerichtet. Oh Gott, ist das Ding alt. So, wie sieht's aus? Habe ich jetzt meine Leutnants da drin? Nein, war ja klar. Aber ich habe schon mal Offiziere. Das ist doch schon mal eine Steigerung. Warte ich jetzt noch ein wenig oder greife ich an? Watte angreifen. Das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Ich greife mal an. Vielleicht kriege ich einen Leutnant. Ah, nein. Durchs Grundzimmer, was boten der da? Oh, Geburtstagseinladung. Von meinem Kumpel, weil er 18 wurde. Gott, 2006. Eieiei. Sieht alles auf den Scheiß aufheb. Oh Gott. Versicherung. Ja. Ich liebe Versicherung. Nicht wirklich, aber egal. Und das, ach, das war mein Fahrzeugwechsel, nachdem ich mich mit meinem ersten Auto überschlagen habe. Ja. Ich erinnere mich. Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin. Sie sind voll scheiße, verpissen Sie sich. Kommen Sie nie wieder zu uns! So, ich würde diese Mission doch langsam gerne mal beenden, wenn das möglich ist. Nein. Geht nicht. Lustige Linien. Was ist denn los? Diesem Bergwerk gehen die Rohstoffe aus.
Fick dich. Was mache ich denn nur? Gibt's noch irgendwo anders Eisen? Gibt's da noch Eisen? Alter, kann ich gar nichts hinbauen. Gibt's da noch Eisen? Wird die Eisenmine jemals fertig? Es ist wieder so eine andere Frage, ne? Sitzen denn so mit 9? 0. Gut, gar nicht so gut. Da muss ich mal Flagge zeigen. Also meine Goldmine ist ja so gut wie fertig, sehe ich gerade. Das ist schon mal gut. Schicken wir mal 5 hin. Das passt dann schon. Meine Fischerei ist auch so gut wie fertig und der Steinmetz sowieso. Hey, meine Sechwer, ich könnte bald fertig sein, cool. Oh, das nimmt auch schon Gestalt an. Ich bin beeindruckt. Nein, er hat kein Wachhaus hingebaut. Schade. Das wäre zu schön gewesen. Ja, ich brauche einfach noch mehr Leute, mehr Leutnants, mehr, keine Ahnung, mehr Hauptmänner. Jason, wo bist du? So, was haben wir denn da noch so? Komm nicht gescheit rein. Komm nicht rein. Sind wir nur eine Frau. Anderes Thema. Deutsche Rentenversicherung. Wofür? Kriegst du eh keine Rente mehr. Man, bis ich irgendwo mal in Rente gehen kann, gibt es Rente gar nicht mehr, oder? Steueramt. Finanzamt meine ich. Ach, ist dasselbe. Ja. Schadstoffarm. Genau. Mein Auto und Schadstoffarm. Das glaubst du wohl selbst nicht. Ich hab verloren? Oh, er gibt auf! Endlich! Hey, wir könnten noch ein bisschen weiterspielen. Nein. Boah. Diese Mission gewonnen. Hey, ich hab gewonnen. Stell das Spiel jetzt fest. Nach Stunden. Egal, ich kann das nächste Passwort aufschreiben. Skale. Das heißt doch, ist doch C, oder? Ich glaub schon. Skale. Huha. Endlich. Hab gewonnen. Ja, ist gut. Ich hab gewonnen. Und jetzt hängt sie das Spiel auf. Nein. Ohoho. Guckt mich an, wie ich dahin galoppiere. In meinem geilen Gaul. Meiner geilen Stute. Auf meiner. In meiner. Ich steck mal wieder voll drin in der Sache. Ja, verdammt, wo ist denn jetzt meine. Da ist meine. Da ist. Ja, ich möchte es. Oh Gott, ich bin fertig mit der Mission. Hat auch gar nicht lang gedauert. So, was endet sie denn hier? Ich habe weniger Baumaterial und weniger Leute. Dafür sind nicht gegen zwei Gegner, die weniger Baumaterial haben, aber intelligenter sind. Leute-technisch bleiben sie gleich. Gut, dann würde ich sagen, ich schaue gleich mal hier vielleicht. Hier? Nein, hier, nicht hier. Extrem viel durchschnittlich über Mittel. Ich bräuchte aber noch ein bisschen Steine. Wie sieht's denn hier aus? Übermittel, sehr viel, übermittel, extrem viel. Hey, hörst du auf? Hörst du? Ich sicher gleich mal. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht wieder von zwei Gegnern eingeschlossen. Das wäre nämlich weniger schön. Versicherung. Ach ja, ja. Oh, ich kann sichern übrigens. Sollten wir mal tun. Weißt du auch nicht, warum ich jetzt gleich am Anfang der Mission sichere? 2010, das ist auch sehr neu. Oh, ich habe übrigens schon gesichert. Ich sollte vielleicht mal anfangen, jetzt was zu bauen. Das Schöne ist, man kann das Spiel komplett mit Maus spielen und kann deswegen, hat man seine andere Hand für was anderes frei. Ja, für was anderes. Ihr wisst schon, ne? Ja, genau das, Jungs und Mädels. Nein, da möchte ich ehrlich gesagt lieber ein Wachhaus bauen. Dann baue ich mal hier noch einen Holzfäller. Jetzt habe ich zwei Holzfäller. Dann baue ich mal einen Förster.
2 Förster. Und da dann noch einen dritten Förster. Dann schließe ich gleich mal meine Holzprozession da voll krass an. Wo ist Bescheid? Halt, Moment, das ist gar kein Förster. Kein Holzfäller, das ist ja nur. Naja. Was soll's? Ich hab immer noch ein Scheitholz. So, dann kann ich hier gleich mal, wie viele Angeln habe ich? 3. Also, einen Fischer hier, zweiten Fischer dort und noch einen dritten Fischer da unten. Das markiere ich mir gleich mit. So, was haben wir hier noch so? Hier haben wir Bärsche. Heidi, Heidi, da wälzen die Berge. Ja. Baue ich mir gleich mal eine Hütte oben hin, dann passt die Sache, ne? So, dann rufe ich gleich mal 3 Geolechen hier. Und da oben ist dann gleich der Gegner. Toll. Dann würde ich sagen, ich baue hier gleich mal eine Festung hin. So, dann baue ich erstmal hier so. Festung hat erstmal Vorrang. Ich brauche